Neue Wege können Touristen ab jetzt in Ulm gehen, ganz bequem online von zu Hause aus. Denn auf der Internetseite der Ulm Neu-Ulm Touristik steht seit dem 1. April ein interaktiver Tourismusführer, Jakobs Welt, entwickelt von einem Ulmer Studenten. Seid gegrüßt, mein Name ist Jakob. Ich werde euch nun meine wirklich unglaubliche Geschichte erzählen. Gerber Geselle Jakob, vom 19. ins 21. Jahrhundert gebeamt, muss sich in seiner Heimatstadt Ulm neu zurechtfinden. Dabei darf der Zuschauer entscheiden, wie es mit Jakob weitergeht. Also das Besondere ist eben wirklich dabei, dass eben der Zuschauer nicht mehr nur, wie man es aus dem Fernsehen kennt oder so, einen Film von A bis Z einfach so anschauen kann oder einfach davor sitzt und sich das anschaut, sondern dass man wirklich aktiv in die Handlung mit eingreifen kann. Das heißt also, dass man wirklich bestimmen kann, was die Hauptdarsteller in diesem Film machen und welche Wege diese gehen sollen. Und das macht eben diese Interaktivität aus und das ist das Besondere dabei. Maximilian Girnd ist Jakob und nicht nur das. Aus seiner Feder stammen Handlung und Konzept der Online-Geschichte mit den modernen Elementen des Interactive Storytelling. Nicht bloß Text und schöne Bilder, so ein interaktiver Stadtführer ist der letzte Schrei. Da gerät sogar ein Tourismusmanager ins Schwärmen. Einfach auch das spielerische Element, dieses Spielfilm-Element und dass man auch selber entscheiden kann als Nutzer, welchen Weg soll jetzt der Jakob weitergehen und dass eben auch die Geschichte so immer unterschwellig mit eingeschoben wird, wie interessant eigentlich die Stadtgeschichte ist. Fast 2 Wochen lang hat Girnd den Film gedreht, alleine im winterlichen Ulm und im Kostüm. Verwunderte Blicke blieben da nicht aus. Ich hatte schon erwartet, dass irgendwelche Japaner kommen und mich in den Arm nehmen und dann knipsen. Aber das war dann nicht der Fall. Also die haben auch immer, waren auch recht interessiert, haben immer auch gleich nachgefragt, was ich denn mache und waren dann auch eigentlich immer recht schon begeistert und haben auch schon gleich gefragt, wo es das dann mal zu sehen gibt. Auf der Seite der Ulm Neu-Ulm Touristik ist Jakobs Welt jetzt online. Ob er am Ende wieder zurück in seine Zeit findet, wird noch nicht verraten. Für Girnd jedenfalls ist die Geschichte gut ausgegangen. Neben einer 1 von seinem Professor wird jetzt auch pro Klick auf der Homepage bezahlt.